Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo, liebe Mitglieder, hallo, liebe Gäste. Willkommen zum Aktien-Roundup. Heute mit der Deutschen Bank. Also wir widmen uns dem Bankensektor kurz bevor die Earnings losgehen. Eben in diesem Bankensektor. Zwar nicht mit der Deutschen Bank, aber mit den US-Banken. Und morgen geht es eigentlich los, beziehungsweise teilweise auch schon heute. Es ist ganz spannend, was so passiert, vor allem, weil wir gerade immer noch den Umschwung hatten. Wir hatten erst den Schwung von einem Niedrigzinsumfeld zu einem höher verzinslichen Umfeld. Die Banken haben ihre Gewinne verschoben und jetzt ändert sich das Bild wieder ein bisschen. Dieses etwas höher verzinsliche Bild senkt sich wieder ab in ein Bild, was niedrig verzinsiger ist. Das heißt, wir sind zwar nicht in Negativzinsen unterwegs, aber in Zinsen, die weniger abwerfen als in den letzten ein, zwei Jahren. Und die Banken müssen sich immer wieder wandeln. Das wird heute Thema sein. Das wird auch Thema sein gleich bei der Deutschen Bank. Die schauen wir uns zuerst an. Heute Nachmittag dann noch der Blick auf den größeren Bankensektor, dann auch mit dem Thema US-Banken. Wir starten aber wie immer mit einem Blick auf den Chart der Deutschen Bank und in dem Falle sind wir jetzt hier mal im Monatschart unterwegs. Warum gucken wir uns die Deutsche Bank überhaupt an? Naja, das hier ist eines der Bilder, warum die Bank vielleicht oder auch die Aktie eventuell wieder spannend werden könnte. Wir gucken mal von hinten nach vorne. Zum einen sehen wir ja aus den 90ern hier einen Weg sehr, sehr stark nach oben, gehen gleich nochmal ganz kurz durch die Geschichte, aber was ist eigentlich passiert? Die Bank ist internationaler geworden, die Bank ist expandiert, wir sind in die USA gegangen, wir haben Übernahmen getätigt, wir haben das Investmentbanking ausgebaut, das hat dazu geführt, dass die Bank in der Zwischenzeit neue Höchstkurse eigentlich hier erreicht hat, dann kam die Finanzkrise. Man ist natürlich mit dem Rausch auch in den USA, mit den Pleiten der Lehman Brothers Bank im Bereich des Investment Bankings deutlich nach unten abgerutscht, hat sich aber wieder fangen können. Aber nie so richtig wieder, muss man an der Stelle sagen, denn dann gab es viele Probleme, regulatorische Probleme, Probleme über, wie man das Business geführt hat, über teilweise Geldwäsche, über viele Themen, die ja nicht so schön sind für eine Bank, also viele Risikofaktoren, die man eigentlich vermeiden möchte, wenn man Aktionär einer Bank ist. Und das hat grundsätzlich dazu geführt, dass die Bank eigentlich sich in so einem kontinuierlichen Abwärtsstrudel befunden hat. Und das zeigt ganz schön diese rote Linie, die hier einmal von oben nach unten durchbricht. Also nach diesen Höchstkursen hat sich die Bank nie wieder gefangen. Der Tiefpunkt wurde dann eigentlich so in der Corona-Zeit hier erreicht, also mit knapp 4 bis 5 Euro war so der absolute Tiefpunkt der Bank. Danach ging es aber langsam in so einen Bereich der Transformation um. Das hat so ungefähr 2019 gestartet. Ich habe das Ganze noch live mitbekommen. Es gab einen Wandel quasi zur globalen Hausbank und das Ganze scheint jetzt zumindest erste Früchte zu tragen. Die Bank hat diesen Abwärtstrend hier durchbrochen oder die Aktie. Man sieht das hier im Grünen dargestellt. Das heißt, wir sind durch diesen Trend zumindest jetzt mal nachhaltig durchgebrochen, befinden uns also in einem positiven Aufwärtstrend und nähern uns so ein bisschen den Unterstützungen und dementsprechend den Widerständen hier oben um die Dotcom-Blase herum. Ein bisschen deutlicher wird das ganze Spiel noch und auch die Bewegung der Bank, wenn man in den Wochenchart hinübergeht. Man sieht es hier mal schön abgebildet. Wir haben hier in den Jahren 2018 bis 2021 eigentlich so eine schöne Untertassenformation hat sich herausgebildet, auch wenn es dieses Corona-Tief hier zwischenzeitlich gab. Im Großen und Ganzen sieht man eigentlich eine runde Form und auch diese Krise, die ja doch relativ kurzfristig dann war. Wenn man sie mal herausnimmt, dann sieht man, die Bank hat hier versucht, Momentum zu gewinnen, auszubrechen, hat das Ganze nicht geschafft. Es gab hier diese Henkelformation, die sich ausgebildet hat, was dann wieder, wir kennen es, zu neuen Impulsen oftmals führt. Und diese Impulse hat es dann hier nach oben gegeben. Wir sind ungefähr jetzt auf diese 13,80er Linie hier gestoßen. Die Bank hat es also nicht geschafft durchzubrechen, ist nach unten wieder ausgebrochen in so eine schöne W-Formation, hat erneut einen Anlauf genommen und ist in dem Falle zumindest durch diesen Widerstand hier durchgebrochen. Es zeigt sich auch ganz schön an diesen Fibonacci-Retracements, die hier ganz gut getroffen wurden. Also eine schöne Kombination, auch relativ viel Unterstützung, die sich dadurch halt hier schon aufbaut auf der Unterseite. Ja, und jetzt ist eigentlich der nächste Anlauf, diese 1570er-Marke zu durchbrechen. Was zeugt aus diesem Momentum oder wo kommt das eigentlich her? Naja, ein Punkt sind insbesondere die Jahreszahlen, die wir in dem letzten Jahr hier von der Deutschen Bank bekommen haben. Was wir sehen ist, dass wir
grundsätzlich in vielen, vielen großen Kernpunkten, und das ist, wie gesagt, diese globale Hausbankstrategie, die 2019 verkündet wurde, es geschafft haben, ein positives Momentum aufzubauen und sich viele Kennzahlen gerade in der richtigen Richtung bewegen. Das heißt, wir haben zum einen es geschafft, ein nachhaltiges Umsatzwachstum hier zu generieren, seit 2021 zumindest, etwas oberhalb sogar der geplanten Range von 5,5 bis 6,5%, also Umsatzwachstum hier etwas oberhalb dessen, was man erwartet hat, und man erwartet weiterhin auch stärkeres Wachstum bis ins Jahre 2025 rein. Also man spricht ja ungefähr von 32 Milliarden, wir sind aktuell bei knapp 29 Milliarden, also ein Wachstum, was auch hier weiter anhält, was weiterhin also die Strategie stärken würde. Wir sehen aber auch weiterhin, dass wir es schaffen, effizienter zu werden. Also die Kosten wurden hier reduziert, auch die Mitarbeiter wurden reduziert. Man hat es geschafft, die Risikokennzahlen, und das dafür steht zum Beispiel auch diese CET1-Ratio, also das ist mehr oder weniger eine Kennziffer der Bank, die eigentlich aussagt, wie gut ist meine Eigenkapitalsituation oder meine Eigenkapitalposition auf dem Markt, oder wie gut bin ich abgesichert gegenüber Marktrisiken, gegenüber Kreditrisiken, die ich eingehe. Und die hat sich hier deutlich nach oben über die lange Zeit zumindest verbessert und dementsprechend ja auch in Stresstesten ein besseres Bild abgegeben. Also das reine Geschäft und die Risikokennziffern, und das ist ja das, was man eigentlich möchte. Man möchte eine Bank haben, die gut gegen Risiken aufgestellt ist und trotzdem schafft, ein profitables Geschäft aufzubauen, das weiter wächst. Das aktuell ist zumindest auf der richtigen Fährte unterwegs. Zusätzlich hat man Dividenden wieder ausgeschüttet, man hat die Dividenden wieder erhöht und man möchte sie auch weiter deutlich erhöhen. Kommen wir später nochmal zu. Und all das gefällt zumindest aktuell vielen Aktionären in dem Momentum, dass man die Aktie wieder in einen positiven Aufwärtstrend bewegt. Das so ein bisschen zu den Kernziffern, warum die Deutsche Bank zumindest gerade in ein Momentum ist, und wir gucken uns jetzt mal an, wie nachhaltig das ist und eventuell auch, wo es so an der einen oder anderen Stelle doch noch hakt. Wir fangen mal ganz groß an, und zwar mit dem globalen Blick auf die Deutsche Bank. Wir fangen an damit, wie groß ist die Deutsche Bank eigentlich? Man weiß zwar, sie ist eine Bank, die man so kennt in Deutschland, aber rein von den größentechnischen ist die Deutsche Bank nach Bilanzsumme immer noch eine der größten Banken Deutschlands. Wenn man es rein auf die Banken Übergruppen anschaut, also die Deutsche Bank an sich und dann hier danach die DZ Bank auf Platz 2. Hier ist nicht mit gemeint, dass man die DZ Bank, also für alle, die es nicht wissen, ist quasi eine Überkategorie der Volksbankengruppen, ebenso wie die DK die Überkategorie, quasi die Holding der Sparkassengruppen ist. Hier sind also nicht alle Untergruppen gemeint, das ist nicht damit gemeint, sondern es geht wirklich um die Dachgesellschaften, und auch da muss man aber trotzdem sagen, ist die Deutsche Bank die größte Bank, zumindest nach Bilanzsumme, ist sie auch schon seit Jahren und hat sich ja seit Jahren auch auf diesem Platz behalten. Jetzt steht hier unten auch noch JP Morgan und man fragt sich, was haben die in Deutschland zu suchen? Naja, das ist auch quer oder weniger die deutsche Niederlassung von JP Morgan, und auch die hat mittlerweile eine relative Signifikanz erreicht, also JP Morgan nicht nur auf US- oder internationalem Geschäft auch wirklich stark, sondern mittlerweile auch in Deutschland. Also man sieht zumindest von der Relevanz in Deutschland ist die Deutsche Bank immerhin eine der größten Banken Deutschland, und man würde eventuell vermuten, dadurch, dass Deutschland auch eine der größten Volksrepubliken quasi ist, der Weltwirtschaft, also eine der größten Volkswirtschaften besitzt, wäre das auch auf der internationalen Ebene so. Da muss man aber allerdings ein bisschen weiter nach unten schauen. Also hier sieht man mal die größten Banken der Welt, auch hier so ein bisschen gewünscht auf die Bilanzsumme, also auf die Total Assets. Jetzt in Dollar gesehen, man sieht ganz oben, kommen natürlich in vielerlei Hinsicht erstmal viele asiatisch-chinesische Banken. Da kennen wir, es sind große, auch sehr stark staatlich subventionierte Banken, die große Bilanzsummen haben, um das generelle Wirtschaftswachstum in Asien, in China zu fördern. Danach haben wir, wie gesagt, JP Morgan, wir haben eine japanische Bank, wir haben die HSBC, die größte Bank Europas, mit Sitz in Großbritannien. Wir haben die Bank of America, also auch hier wieder US-Banken, dann eine französische Bank und. Dann lass mal ein bisschen suchen. Und irgendwann hier unten findet man dann auch die Deutsche Bank. Also international hat man auf jeden Fall in den letzten Jahren an Bedeutung verloren. Die Gründe haben wir so ein bisschen gerade eben im Kurs gesehen. Schauen wir uns gleich nochmal in der Historie an.
Es ist allerdings so, dass die deutschen Banken international gesehen keine große Präsenz haben, was auch so ein bisschen aber daran liegt, dass man in der deutschen Bankenlandschaft ein relativ zerstückeltes Bild hat, was in vielen anderen Banken der Welt oder anderen Ländern der Welt so nicht zu sehen ist. Warum ist das Bankenthema gerade wieder aber trotzdem spannend und woher kommt es eigentlich, dass die Banken wieder so einen Aufwind bekommen? Und das liegt zum einen halt daran, ja, wie sich das Zinsniveau entwickelt und darauf gehen wir gleich nochmal ein. Hier sieht man aber nochmal so ein bisschen, wie sich wirklich die Bankenlandschaft verändert hat und woher das kommt, dass die ja, westlichen Banken in Europa quasi so ein bisschen an Bedeutung verloren haben und sich halt nicht so exponentiell nach oben entwickelt haben. Man sieht hier quasi einmal die Aufteilung der Marktkapitalisierungen der größten Banken Europas. Oben sieht man also quasi die US-Banken, die aus dem Jahr 2000. Wir sehen unten die westeuropäischen Banken und dann in der Mitte quasi alles andere und auch die asiatischen Banken. Das Bild hat sich also von sehr starken US- und sehr starken europäischen Banken gewandelt, bis zum Jahre 2009 schon. Da haben ja die US-Banken an Momentum verloren, auch die westlichen Banken und haben an Momentum verloren. Und dann gab es quasi den Anfang des Aufstiegs der chinesischen Banken. Ja, und das sieht man dann auch so ein bisschen, dass die chinesischen Banken sich zumindest weiter behauptet haben in den nächsten Jahren, jetzt hier bis zum Jahr 2017. Oben haben die US-Banken wieder quasi an Momentum gewonnen, aber wer sehr, sehr stark verloren haben, sind halt die westlichen Banken. Man sieht es hier unten, also Westeuropa in dem Falle, um es konkreter zu benennen, hat an internationaler Bedeutung deutlich verloren. Trotz dessen, und das ist das, was ich gerade eben angesprochen habe, sind wir aktuell auf einem Momentum, wo zumindest die Banken wieder erhöhte Gewinne erzielen. Das heißt, in den ganzen Jahren, in denen man viel Geschäft über nicht das klassische Bankgeschäft gemacht hat, also viele Jahre, in denen es sehr, sehr niedrige Zinsen auch in Europa gab, in denen man nicht das klassische Zinsgeschäft nutzen konnte, um Gewinne zu erzielen. In den Jahren haben die deutschen Großbanken auch nicht so starke Gewinne erzielen können. Das hat jetzt in den letzten Jahren sich wieder geändert. 2021, 2022, 2023, also mit dem Anstieg der Zinskurve, haben sich auch die Gewinne wieder deutlich erhöht. Das natürlich für Deutschland, das gilt aber auch für das US-Geschäft, also auch da sieht man hier diesen Aufschwung nach oben. Jetzt mal hier der größten vier US-Banken, also im generellen internationalen Markt sieht man natürlich hier ein Momentum und das hilft einfach dazu, dabei dieses ja, klassische Bankgeschäft, dieses klassische Zinsbankgeschäft wieder anziehen zu lassen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass insbesondere der deutsche Bankensektor wieder verstärkt an Momentum gewonnen hat, während die US-Banken sich in den letzten Jahren auch anders breit aufgestellt und diversifiziert haben, ist das den deutschen Banken nicht so sehr gelungen. Aber wir sehen hier an der Stelle, dass zumindest ja das Momentum wieder da ist. Das ist jetzt hier mal eine Skala seit 2015 ungefähr mit einem Tiefpunkt in den letzten Jahren. Und wir sehen auf jeder Position eigentlich ein Momentum der deutschen Bankenwirtschaft und dementsprechend auch ein Hebel in den Nettogewinnen. Was ist trotzdem so ein bisschen das Problem für die großen Banken, zumindest in Deutschland? Und das kommt einfach daher, dass ja der deutsche Bankenmarkt, ich habe es gerade eben kurz angesprochen, zerklüfteter ist. Das heißt, es gibt mehr Player auf dem Markt, mehr junge Banken auf dem Markt, viele vielschichtige Banken und dieses Momentum sieht man hier eigentlich, dass ungefähr 40% des Marktanteils in neueren, jüngeren Banken stecken, während die großen Banken hier an Marktanteilen verlieren. Nichtsdestotrotz hat fast jeder einmal im großen Teil dann noch doch eine Hausbank, in der halt die größere Menge eines Kapitals liegt. Und das sieht man hier in den Volume des Retail Deposits, also die quasi Einlagen bei den Großbanken. Da haben die Banken hier noch wirklich die Nase vorne. Gehen wir aber mal kurz in die Historie rein. Wo kommt die Deutsche Bank eigentlich her und ja, wie alt ist sie schon? Wir sind jetzt hier in den 1870ern und da befinden wir uns in der Gründung der Deutschen Bank in Berlin. Ist quasi eine Idee gewesen, das deutsche Bankengeschäft unabhängiger zu machen von den großen US- bzw. den großen englischen Banken. Also hier gab es einfach einen Umbruch im Bankenwesen. Man wollte eigenständiger internationalisieren, hat dementsprechend eine Runde von Bankern zusammengesucht und die Deutsche Bank gegründet, in dem Falle in Berlin, und hat auch schon relativ schnell international
Geschäftszweige aufgebaut in London, in Japan, aber auch in China. In den USA hat man sich überall niedergelassen, hat quasi dort es ermöglicht, auch lokalen deutschen Unternehmen einfachen Zugang zur Internationalisierung zu ermöglichen. Das war auch so ein bisschen das, was der erste Weg eigentlich war. Man hat zusätzlich es geschafft, halt Infrastrukturmaßnahmen global zu fördern. Man hat zum Beispiel die Bagdad-Bahn mitfinanziert. Das waren Projekte, die über Jahrzehnte gelaufen sind. Man hat wirklich dadurch es geschafft, den Kapitalmarkt zu erweitern, international auch wirklich Fuß zu fassen. 1914 gab es dann die Behauptung, dass die Deutsche Bank die größte Bank der Welt wäre. Das war so ein bisschen der Höhepunkt der damaligen Zeit. Man hat sich da dementsprechend natürlich auch positiv aufgestellt. Auch die Bedeutung Deutschlands zu dieser Zeit war natürlich eine andere. Und mittlerweile ist es quasi so, oder mittlerweile, nach dieser Zeit war es dann so, dass es nach dem Weltkrieg natürlich in einen Umbruch der Rekordinflation kam. Also Geld wurde weniger wert, man hat dementsprechend viele Auslandsinvestitionen auch verloren, weil man mit deutschem Geld quasi nicht mehr wirklich zahlen konnte. Devisen waren also ein Problem und dementsprechend war es auch ein Problem für deutsche Banken. Das hat sich erst so richtig wieder gelegt, nach natürlich den Reformen rund um die Währungsreformen, die wir Anfang der 20er dann gesehen haben, bis es dann aber wirklich halt zum Umbruch in 1933 bis 1945 gab, also Übernahme der Macht der Nationalsozialisten, hat so ein bisschen natürlich dazu geführt, dass auch der Bankensektor unter die Fittiche genommen wurde. Und das bedeutet mehr oder weniger, viele Teile wurden nahezu verstaatlicht, Gelder wurden in bestimmte Richtungen gesteuert und man konnte nicht mehr so frei und international agieren. Das ist natürlich für eine Bank ein Problem, weil man genau von diesem Handelsgeschäft eigentlich profitiert. Nichtsdestotrotz ging es der Bank in dieser Zeit akzeptabel. Problematischer wurde es dann eher danach, weil man gesagt hat, man möchte keine große, starke deutsche Bank mehr haben. Die Bank wurde dementsprechend gespalten in viele kleine Banken und das hat sich erst wieder in den 50er Jahren geändert. Es gab dann erst Nord- und Südbanken und Westbanken. Dann gab es quasi die Deutsche Bank wieder, nachdem man zumindest die Länder in der Westlichen Republik auch wieder geeinigt hatte. Und es gab wieder eine starke Deutsche Bank, die dann auch wieder Fuß gefasst hat auf internationalem Parkett. Also hat wieder international angegriffen. Diese traditionelle Rolle der globalen Bank aus Deutschland wieder aufgenommen, das Geschäft weiter ausgebaut und auch weitere Fusionen eigentlich getätigt, um zu wachsen, um größer zu werden, um mehr Kapital steuern zu können. Und das hat sich noch mehr verschärft, indem man angefangen hat, Banken auch zu übernehmen in Großbritannien, Banken auch in den USA zu übernehmen und sich immer mehr auch in das internationale Investmentbanking einzukaufen. Das war auch der Schwung, den wir gesehen haben, gerade eben im Aktienkurs. Also dieser Impuls durch ein sehr profitables Geschäft rund um das Thema Investmentbanking, insbesondere Anfang der 2000er Jahre, hat zu einem sehr, sehr starken Anstieg des Kurses und dann auch zu den Gewinnen geführt. Hat aber auch zu einem sehr, sehr starken Fall geführt. Wir kennen es hier oben, wie gesagt, die Pleite von Lehman Brothers als Investmentbank hat das gesamte Investmentbanking durchgerüttelt, hat die Banken, die dort sehr stark vertreten waren, hat bei den Banken zu hohen Verlusten geführt und hat dazu geführt, dass man sich danach wieder neu sortieren musste. Risikokennziffern wurden auch von den Zentralbanken vorgegeben, also das ganze Geschäft wurde deutlich verschärft. Man musste sich also viel mehr auch um regulatorische Themen kümmern, hat das in gewisser Zeit zumindest vernachlässigt, auch bei der Deutschen Bank. Es gab in der Zeit immer wieder Krisen. 2008 bis 2017 gab es andauernd eigentlich wieder Regelverstöße, Razzien. Viele haben schon diese Bilder im Kopf gehabt vor den deutschen Banktürmen und das hat natürlich an Reputation gekostet und das ist auch das, was wir am Ende sehen, was sich im Kurs wieder gespiegelt hat, denn schlechtere Reputation für eine Bank bedeutet halt auch weniger Vertrauen und Banken arbeiten nun mal mit Vertrauen und das hat sich erst jetzt so langsam wieder geändert mit eigentlich dieser neuen Strategie oder mit der stetigen Strategieumwandlung, jetzt die Strategie der globalen Hausbank, also man möchte weniger
auf das Investmentbanking setzen, mehr auf das klassische Finanzierungsgeschäft deutscher Unternehmen in einem internationalen Umfeld. Das ist quasi gerade das, worauf die Deutsche Bank setzt. Und das ist auch das, was aktuell, und das ist das, was wir eben gesehen haben, zu einer Rückkehr der Stabilität und auch der aktuellen Profitabilität geführt hat. Ich klappe mal den Snapshot aus, denn da werden ein paar Dinge noch klar. Zum einen sieht man sehr, sehr schön diese Formation, die wir unten gesehen haben. Also vielerlei Hinsicht wird immer noch davon gesprochen, dass in der Deutschen Bank die Deutsche Bank ein klassischer Kapitalvernichter ist. Und das kommt halt daher, wenn man vor zehn Jahren $1.000 investiert hätte, wäre man immer noch so knapp bei 600-700 Dollar hier. Also das heißt, man hat noch nicht das Momentum rausbekommen, dass man in den letzten 10 Jahren profitabel war. Aber wir sehen halt, im letzten Jahr gab es einen deutlichen Aufschwung und das sieht man ganz gut an den rechten Kennziffern, die es hier gibt. Also man macht ungefähr wieder einen Umsatz von 29 Milliarden. Dort hat man zuletzt dieses stetige Wachstum von knapp über 6% erzielen können. Wir sind auch wieder profitabel mit einem Gewinn von knapp 5 Milliarden. Das Ganze war zwar zuletzt wieder rückläufig, das kommt aber insbesondere aus einer erhöhten Steuerbelastung. Das Geschäft hat sich nämlich ein bisschen gewandelt, also viele Geschäftsbereiche sind einfach weniger profitabel gewesen als in den letzten Jahren und das kommt daher, dass die Zinsen natürlich wieder so einen leichten fallenden Sinkflug haben. Das heißt, das Bankengeschäft wird wieder etwas schwieriger, wir haben trotzdem halt noch ein erhöhtes Zinsniveau, das heißt, man generiert wieder Zinsgewinne, wir haben gleich nochmal ein, zwei Statistiken dazu. Allerdings muss man Steuern zahlen, diese Steuern haben dann am Ende zu diesem Gewinnrückgang geführt. Was dazu geführt hat, dass man überhaupt eigentlich auf einem positiven Zweig war, war halt hier wirklich das Corporate Banking, also das Geschäft, was man eigentlich bedienen möchte in der Form der globalen Hausbank. Das hat sich positiv entwickelt und hat eigentlich die anderen Geschäftsbereiche dementsprechend mitgezogen. Das heißt, hier hat man sich positiv entwickeln können. Das ist aktuell auch das margenstärkste Geschäft der Deutschen Bank. Und eine positive Entwicklung hier führt dementsprechend auch zu einer positiven Entwicklung der Profitabilität. Was wir sonst noch sehen können, wir haben eine Marktkapitalisierung von 29 Milliarden Euro. Wir haben eine Dividende von knapp 3% jetzt. Die möchte man in den nächsten Jahren auch weiter steigern. Wir haben den KGV von 7. Was natürlich auf den ersten Blick extrem gering scheint. Man muss aber wissen, dass Banken grundsätzlich niedriger bewertet werden, weil wir diese vielen regulatorischen und auch makroökonomischen Risiken haben. Das heißt, auch wenn man hier gute Produkte anbietet, kann man viel Gegenwind bekommen über die Regulatorik, über viele makroökonomische Themen. Zum einen sieht man aber trotzdem, dass das KBV hier unter 1 liegt, also das Kurs-Buchwert-Verhältnis. Eigentlich werden Banken immer nach eher diesen Kennziffern bewertet und dort kann man ganz gut sehen, dass die Bank wirklich günstig bewertet ist im Vergleich auch zum internationalen Banken. Wenn wir an JP Morgan, Bank of America oder große US-Banken denken, dann ist man eher bei 1, knapp über 1. Und ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,5 zeugt schon daher, dass man aktuell noch nicht so das nachhaltige Vertrauen an die Bank hat und die Bewertung dementsprechend weiterhin wirklich gering ist. Ein Verschuldungsgrad von 23 ist auch hier relativ hoch anzusehen, muss man sagen. Das heißt, man ist mit den Risikopositionen rund um das Thema Eigenkapital noch ganz gut abgedeckt. Allerdings ist ein Verschuldungsgrad von 23 auch im Rahmen für Banken doch ein erhöhter Verschuldungsgrad, der sich in der letzten Zeit jetzt auch nicht verbessert hat. Kommen wir gleich nochmal zu. Wie sieht es nochmal so aus den Highlights der Geschäftsberichte bei der Deutschen Bank aus? Also, wir haben das Großteil mittlerweile des Ertrags quasi aus dem europäischen Nahostbereich. Trotzdem noch einen signifikanten Anteil hier vom US-Geschäft und insbesondere auch einen signifikanten Anteil hier aus dem Asian-Pacific-Geschäft. Also das sind diese 11%, dann die 17%, aber natürlich der Großteil, die 44% aus dem deutschen Geschäft. Also man sieht sich wirklich als deutsche Hausbank auf internationaler Ebene. Wenn man sich die Erträge ganz generell anschaut, dann sieht man, dass insbesondere die Privatkundenbank einen Großteil der Erträge im Geschäftsjahr 2023 erzielt hat, in Kombination aber mit der Unternehmensbank und der Investmentbank. Also es sind fast drei gleich große Bereiche. Das Asset Management ist ein bisschen kleinerer Teilbereich. Das ist insbesondere auch Teilbereich der DWS, einer Tochtergesellschaft, die eigenständig auch an der Börse ist. Also das ist quasi das deutsche Bank-Konkurrenzprodukt zu zum Beispiel BlackRock.
Das kennt man oftmals in den ETFs, die man sieht. Xtrackers ist da zum Beispiel ein Teil der Deutschen Bank, dementsprechend halt, wie gesagt, auch der Tochtergesellschaft hier. Was sieht man noch so in den zinsunabhängigen Aufwendungen? Man sieht zum einen natürlich, dass man versucht, Erträge zu schaffen, ohne dass es sehr, sehr zinssensitiv ist. Das ist ein bisschen schwieriger. Man sieht aber trotzdem, dass es in vielerlei Hinsicht gelingt. Und wir sehen, dass wir insgesamt halt dementsprechend auch ein positives Ertragsverhältnis erzielen, dem das aber dann wirklich erzeugt, insbesondere aus der Unternehmensbank. Das ist das, was ich gerade eben angesprochen habe. Die hat in der letzten Zeit sehr, sehr stark dazu geführt, dass man auch wieder Gewinne erzielt. Die Investmentbank trotzdem mit einem signifikanten Anteil und das Privatkundengeschäft mit einem geringeren Anteil. Das war aber schon immer so, dass das Privatkundengeschäft generell das Geschäft ist, das am wenigsten profitabel ist. Diese Grafik haben wir gerade eben ja schon mal gesehen, also das ist eigentlich das, wo man sagt, wir entwickeln uns in eine positive Richtung. Wir haben viele Kennzahlen, die sich in eine positive Richtung befinden. Das auch so als Kernaussage aus dem Jahr 2023 zu sehen. Man sagt zudem, wir haben einen positiven Revenue-Mix, das heißt, wir haben eine positive Umsatzverteilung. Diese positive Umsatzverteilung führt im Kern dazu, dass wir es schaffen, more predictable, also ein bisschen sicherere Umsätze zu erzielen. Man hat sich gesteigert von 71% der Umsätze, die relativ absehbar sind, hin zu 78% der Umsätze. Was man dabei insbesondere sieht, halt, dass das Corporate Bank, also das Unternehmensbankgeschäft, signifikant an Bedeutung hinzugewonnen hat. Also Strategie globale Hausbank findet hier zumindest Anwendung. Man möchte sich also ein bisschen vom Investmentbanking distanzieren, da das Investmentbanking halt das Geschäft ist, was am volatilsten ist. Es gibt immer wieder Jahre, da funktioniert das gut, es gibt Jahre, da funktioniert es nicht gut. Es liegt auch an sehr makroökonomischen Themen und es ist auch in sehr, sehr starker Hand der großen US-Banken, das einfach insbesondere auch mit der Kapitalmarktbedeutung zu tun hat. Was kann man so generell über das Jahr 2023 sagen? Wie gesagt, das Corporate Banking ist weiter gewachsen, ist am ertragreichsten, das Investment Banking ist weiter geschrumpft und das ist eigentlich so auch die Kernaussage, die Deutsche Bank hier mitgeben möchte. Das heißt, man wächst weiter, aber man wächst weiter insbesondere in den Kategorien, die nachhaltiger sind. Das gefällt aktuell, wie gesagt, den Unternehmenskunden oder beziehungsweise auch den Aktionären. Man hat auch ein Kreditbuch, was sehr diversifiziert ist, was sich insbesondere auch aus der Privatbank steuert und der Corporate Bank und deswegen auch ein relativ gutes Management der Kennziffern rund um die Kreditprovision, also die Risikovorsorgen für die Kredite steuern kann. Was man hier ganz gut sehen kann, ist, dass die trotzdem natürlich weiter gewachsen sind. Liegt zum einen daran, dass man sich immer wieder ändernden Zinsumfeld man einfach höhere Rückstellungen hier bilden muss. Liegt aber vielleicht zum anderen auch daran, dass halt einige Kredite in der Vergangenheit nicht zurückgezahlt wurden und man dementsprechend so ein bisschen mehr Vorsorge treffen muss. Das sieht man hier unten, wie viele Teile in Millionen hier halt einen negativen Einfluss hatten. Generell sieht man eigentlich eine relativ beständige Entwicklung. Wenn man aber so ein bisschen tiefer in die ein oder andere Kennzahl reinguckt, dann sieht man an der einen oder anderen Stelle schon einen etwas negativen Touch. Das heißt, es gibt Kennziffern, die sich alle nicht ganz so positiv entwickeln. Wie gesagt, diese CET1-Ratio, das ist diese Liquiditätskennziffer. Man möchte hier eigentlich ja so um die 8-10%, in Europa ist man noch so ein bisschen strikter, erreichen. Und diese Kennziffer hat sich so ein bisschen ins Negative entwickelt. Die Leverage Ratio hat sich auch ein bisschen ins Negative entwickelt, also hat ein bisschen abgenommen. Das ist grundsätzlich nicht schlecht, weil man sagt, okay, wir wollen vielleicht wieder ein bisschen mehr Eigenkapital aufbauen. Dadurch verliert diese Leverage Ratio aber etwas an Bedeutung. Was wir hier sehen, das sind mehr oder weniger Kennziffern, die wichtig sind für systemrelevante Banken. Das heißt, wie stabil sind diese Banken? Auch hier sieht man so einen leicht negativen Pfad. Also nicht alles ist sehr positiv. Man hat auch ein paar Kennziffern, aber das ist alles noch nicht in einer bedeutenden Art und Weise, dass man sich hier Sorgen machen müsste. Spannender ist da eher, dass die Bank halt wirklich die Dividenden wieder signifikant steigern will. Man hat hier also einen Plan, Schritt für Schritt die Dividenden weiter anzuheben, bis dann auf quasi 1 Euro. Das sieht man hier an der Stelle. Man möchte auch so ein bisschen steuern, dass man ungefähr 50% der Erträge wieder an Investoren zurückfließen kann und an Aktionäre. Und das ist eigentlich das, was den Aktionär dann freut. Also, und das ist auch das, was aktuell so ein bisschen dazu führt, dass die Bank halt weiter in einem positiven Momentum zu sehen ist. Also wir haben einen positiven Ausblick, den wir gerade eben schon mal gesehen haben.
der war jetzt nicht nur kurzfristig zu sehen, man ist auch positiv für die weitere Zukunft, man ist positiv, was den Umbau betrifft, man ist positiv, was die Kreditmaßnahmen, die Kostsparmaßnahmen betrifft. Ja, und all das führt eigentlich dazu, dass es das ist, was den Aktionären aktuell gefällt. Das heißt, wir haben höhere Erträge für die Aktionäre, wir haben eine Bank, die sich etwas umstellt, profitabler wird, weiter wächst und das Risiko trotzdem aktuell positiv managt. Man sieht aber an der günstigen Bewertung halt, dass ja noch nicht alle wirklich überzeugt sind von dieser Strategie, und das liegt so ein bisschen auch an der volatilen Vergangenheit. Man sieht es hier so ein bisschen, das ist jetzt nicht der erste Ansatz eines Wandels der Deutschen Bank. Man hat es in der Vergangenheit auch schon öfter versucht. Hat immer wieder dazu geführt, dass es auch Dividendenausfälle gab, Dividendenkürzungen. Und dieses nachhaltige Wachstum, das muss sich jetzt erstmal beweisen, auch bei vielen Aktionären. Das heißt, hier ist man noch ein bisschen skeptisch und die Bank muss sich einfach in der Nachhaltigkeit ihres Momentums beweisen. Aktuell deutet aber vieles in eine positive Richtung. Wir werden uns das heute Nachmittag nochmal etwas genauer angucken in unserer Investmentwerkstatt, da wirklich nochmal tiefer in die Zahlen blicken, das auch mit der größten europäischen Bank oder auch mit US-Banken in einen Vergleich setzen, um das auch einzusortieren und für alle Banken, die wir uns angucken, auch Entscheidungen treffen, zumindest für unsere Portfolien, ob das für uns spannend, interessant ist und ob wir dort für uns hier im Traders Club Investments tätigen. Also, wir hören uns dann heute um 16.45 Uhr in der Investmentwerkstatt. Die nächsten Termine sind dann wieder in der nächsten Woche. Ich danke euch. Bis dahin.